Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hell Yeah, der Zorn des Toten Kanickels mit Big Pauli. Sorry wegen des kurzen Parts letztes Mal, ihr wisst ja, mein Timer ist kaputt gegangen und das ganze Zeug. Also musste ich den Part abbrechen, weil ich keine Ahnung mehr hatte, was wie lange ist. Aber ich habe einiges geschafft. Also zurück zum Spiel. Ich versuche jetzt mal was ganz anderes, um dieses blöde Viech down zu kriegen. Ich zerstöre erstmal diese ganzen blöden Panzer, die am Boden rumfahren. Kiss my ass. So, stirb. Hier. Könnt ihr mich hören, Sir? Ich bin in der nächsten Zone. Ich war im Club und habe eure Bilder gesucht. Dann tauchte auf einmal dieser Herr auf und dann Feuer, Dunkelheit, Chaos, Zerstörung. Scheint aber sonst niemand bemerkt zu haben. Ich sitze nun hier fest und ich konnte den Teleporter im Club aktivieren. Werdet ihr so nett und könnt mich retten? Natürlich, auch in den Club. Meine persönliche Lieblingszone. Danke, Miss Fontaine. Meine Augen, meine armen Augen. Wann repariert sie hier endlich die Lampen? Zum Glück habe ich meine Medizin genommen. Knocking on hell's door. Weiter geht's. DJ Lame. Ich kenne einen
JTR ist, glaube ich, ähnlich lahm. Sie sagen, ich bin ein schlechter DJ, hab zu viel aus den 80ern gespielt, aber jetzt zeige ich's allen mit tödlichen Laserbeats. Stirb, DJ Lahm! Oh Mann, das war vielleicht eine harte Party. Alles dreht sich. Können wir bitte alle für einen Moment stillstehen? Klar doch. Und hier ist es das gleiche Prinzip wie bei Lord Irish. Einfach C drücken. Ah, der Türsteher. Ich mag keine Musik. Ich tanze nicht gern. Ich interessiere mich für seltene Hühnchen. Mach ein Foto und dann bist du auf der Liste. Und tatsächlich war die Übersetzung Hühnchen und nicht Mädchen. Keine Ahnung warum. Ich liebe diese Musik. Gott, das war ja mal sowas von lahm. Ich bin doch in einer ganz anderen Liga. Ich werde diese Müllhalde endlich verlassen. Sayonara, ihr Loser. Betörendes Bankwesen. Hier komme ich. Hi, danke, dass Sie mir eine Chance geben. Ich möchte mich bewerben um den Posten als... Warte, was machen Sie da? Oh Gott, nein! Tja, so macht man das. So, jetzt bin ich raus aus dem Vorraum. Willkommen im Club. Musik auf Anschlag. Move your body, let's go! Dance, 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 dance. Tja, das muss man mit dem Türsteher machen, wenn er dich nicht vorbeilassen will. Kurz umziehen. Man nennt mich Dr. Bits. Wo ich auslege, wird getanzt, bis der Arzt kommt. Soll das ein DJ-Pult darstellen? Ich hab gerade irgendwie ein Déjà-vu. Erinnert mich ein bisschen an DJ Pon 3. Oder wie man sie auch nennt, Vinyl Scratch. Insert Coin. Mist. Scheiße.
Ich liebe die Musik, die da im Hintergrund läuft, einfach nur. Buddy. Ups. Ja, ich muss den Sprung richtig setzen. Move your body, fire! Insert coin! So. Tot. Das ist das Ende von Dr. Bit. Wieder umziehen und weg hier. Bei dem falsch. Sharp bait. Und wieder mein Lieblingsfinishing Move. Da, 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 da. Dum, dum. Rabbit Energy Drinks. Trinkt sie, um die ganze Nacht wach zu bleiben. Also irgendwie time ich das immer falsch. Ich habe ja schon mal gefragt, woher die, wozu das eine Referenz ist. Also frage ich dich nochmal. Ist schon eine ordentliche Party. Boom, boom, boom.
Scheiße, zu langsam. Ist. Punzer Popcorn. Alter, jetzt muss ich ganz oft nochmal den ganzen Weg zu dem Typen laufen. Wir hatten diesen Schwachsinn designt. Ich genieße gerade voll die Musik. Jetzt ist es noch genau ein Monat, dann kommt endlich die finale Staffel von My Little Pony G4 raus. Ich bin schon so aufgeregt darauf, ganz im Ernst. Ich habe den Trailer gesehen. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich werde jetzt hier niemanden spoilern. Falls hier Fans der Serie schauen. Welche ja 50% meines Kanals ausmachen. Da seid ihr ja endlich. Ich wusste, ihr könnt mich befreien. Lasst mich eure Säge upgraden. Ein letztes Mal. Besser geht es dann aber wirklich nicht. Man kann die Perfektion nichts überbieten. Eure Säge kann nun durch alles sägen und hat neue Waffen. Ich verzieh mich. Das war der Club, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Und das wird später mal die letzte Zone sein. Wir sind hier im Museum, meine lieben Freunde. Welche Upgrades da unten, die ich noch nicht gekauft habe. Nope. Es gibt nur noch die Upgrades oben. Gut. Dann werde ich mir gleich mal den Holy Water Thrower kaufen. Wie wir aus alten Horrorfilmen wissen, ist Weihwasser in der Hölle unglaublich mächtig. Problem. Scheiße.
dieser scheiß Stein, ah. Verdammt, hier komme ich nicht weiter. Ich muss noch mehr Monster töten. Setzen wir doch einfach mal eine neue Lavasäge ein. Da gab es doch eine verbotene Zone am Vulkan, die jetzt frei sein müsste. Da fällt mir wieder ein. Customization. Nein. Zurück zum Vulkan. Erinnert euch noch, das war die allererste Zone. Ich bin hier jetzt besonders vorsichtig, weil hier gibt es jetzt sogar Käfer, die mich one-hitten können. Ich hasse Gegner, die einen one-hitten können. Diese Säurespucker können mich one-hitten, wenn mich ihre Säure berührt. Ich liebe die Currynacht, aber in dem letzten Curry, das ich gegessen habe, war irgendetwas Seltsames drin. Was glotzt ihr denn so? Search and destroy. Gefunden. Glück gehabt. Nein, das muss ich anders angehen. Jetzt erinnere ich mich wieder, wie ich dieses Viech töten muss. Kiss my ass! Und tot. Ich hasse böse Wissenschaftler. Du verlierst ein einziges Pokerspiel und zack, du bist eine Katze. Du bist ein Katzenkopf mit einem Fledermauskörper.
I'm home! Ups, mein Fehler. Magic Trick. Ich habe schon lange keine Anspielung mehr gesehen. Sehr gut durch den Boden genagelt. So, jetzt noch zum Teleporter. Es warten neue Möglichkeiten in Zone 7 auf mich. Los geht's! Und an dieser Stelle mache ich jetzt mal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch jetzt meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.